Na, was geht, O-Gamer? Schon mal sehr erfolgreich heute. Katagami gefangen. Katagami Beste. Shit. Mal normales legendäres wäre jetzt auch gut. Grün. Und alles, was nicht blau ist. Alles, was nicht blau ist, ist gut. Nein. Warum kommen so viele blaue? Ich habe doch im blauen schon alles drin. Ultra Beast haben wir auch schon alle. Oh, gelb ist mit Zwillingen. Verteidigte Pokémon, zum Beispiel Draftliga, gibt es da schon einen Termin? Der Termin für den Draft, dass du, oh, falls du das meinst, wird am Wochenende vom 15. Dezember sein. Also am besten das Wochenende da freihalten. Wir werden es aber wahrscheinlich Freitag und Samstag machen. Ich war schon. Nein, das ist egal. Wir wollen zuverlässige Leute, Louis. Das ist uns wichtig. Hauptsache ist, dass wir zuverlässig sind und Bock haben. UW-Klebrigkeit entwickelt, wenn es Drachenpuls kann. Da ist Regirock, Mann! Anmelden könnt ihr euch im Discord. Und bitte bedenkt, ihr müsst die Pokémon auch dir drafted haben. Das heißt, wenn ich weiß, was ein Draft ist, bei einem Draft wird eine Reihenfolge festgelegt. Ihr kommt in Voice, also in den offenen Voice-Server, redet mit uns und dann pickt jeder nacheinander ein Pokémon. Und die Pokémon, die eure Gegenspieler picken, könnt ihr nicht mehr nehmen. Also wenn jetzt Tobi, ich und Mark auf dem Discord-Server sind, Tobi pickt als erstes Gyarados, kann ich als zweites Gyarados nicht mehr spielen. Können wir zwar Mega-Gyarados nehmen, aber das normale Gyarados ginge dann nicht mehr. Und deswegen müsst ihr an die Pokémon rankommen, die ihr draftet. Also es nützt nichts, wenn ihr jetzt euch 12 Pokémon draftet, die ihr im besten Fall gar nicht da habt, sondern ihr müsst dann halt innerhalb von 2 bis 3 Wochen, wenn dann die Battles losgehen, an die Pokémon kommen zum Spielen. Also bedenkt das bitte. Und ihr müsst zwingend in den Voice kommen, also ihr müsst mit uns reden dann beim Draften. Dwayne! Ich werde ihn auch Dwayne nennen, ich mag den Namen. Du hast ungefähr 2 bis 3 Wochen Zeit. Wir draften am 15. rum und fangen mit den Battles an zwischen Weihnachten und Neujahr. Also du hast da noch ein bisschen Zeit. Bimon, denkst du, dass ich drin bin? We will see, oh Gamer, we will see. Du bist auf jeden Fall in der schlechteren Liga. Nein, wir distanzieren noch nicht, wer gut und wer schlecht ist. Das kann ich euch gleich dazu sagen. Sondern wir gucken einfach, wer macht mit oder wer meldet sich an und wer ist davon im besten Fall zuverlässig. Dann solltest du dir Battle Readies besorgen, LG. Ich finde Dwayne ist echt ein so geiler Name für Regirock, Mann. Los, Dwayne! Nachher noch ein bisschen Paraflinchen.
Also Leute, wenn ihr gegrüßt werden wollt, dann müsst ihr ins ZDF-Fernsehgarten gehen. Ich habe das ein paar Mal gemacht und es ist einfach sinnlos. Es tut mir leid, ich sage euch gerne Hallo, wenn ihr reinkommt und mich nett begrüßt. Aber das mit dem Grüßen ist echt dumm. Hallo Kiara. Dieser Switch, habt ihr den Switch gesehen gerade? Er wollte gerade auf Blitzkanone gehen und ich switch einfach raus, weil ich es kann. Einfach, weil ich es kann. Du guckst in Foodporn und siehst einfach mal Jennys Cornflakes und willst selbst welche haben. Na, das ist so unfair. nicht nur Parafinch, aber ich musste gerade irgendwie Regirock noch ein bisschen runter pushen. Von dem HP her. Mit Heinland und sowas ist es schon was, wenn man seine Mons Pike hexen kann. Pike hexen, Power Safen ist mir egal. Hauptsache, sie sind legit und ihr könnt an die Mons rankommen. Oder helft euch halt im besten Fall gegenseitig an die Mons ranzukommen. Hallo GoPro. Siehst du, geht doch. Das ist doch viel, viel angenehmer, als wenn man reinkommt. Kannst du mich grüßen? Ich muss auch mal nebenbei meinen Ordner hier offen machen mit den ganzen Thumbnails. Weil wir wissen, ja, wir müssen ein bisschen gucken, was wir schon haben. Ultrason, Regirock. Viel ist es echt nicht mehr. Eine Karte gar nicht mehr angefangen. Und Regirock von jetzt gerade. Dwayne ist aber richtig hart. Wenn jetzt einer für ein anderer macht, und dann haben wir eine Lüte Backe. Ja, du musst natürlich von Anfang an sagen, okay, ich mache das für eine Person mit und mehr nicht. Das ist dann immer diese Gutmütigkeit, die viele ausnutzen. Und deswegen sage ich schon von vornherein, ich mache das für eine Person und das ist Jan. Ihm helfen mit dem Pokémon. Und das war's. Ja, dass man... Ui, es ist da. Dass man nicht die Leute unterstützt, die in der eigenen Liga sind, das ist logisch. Also ihr müsstet euch dann zwischen den Ligen verständigen, dass ihr dann euch gegenseitig helft. Dwayne! Dwayne ist hier! So, Dwayne. Bester Name EU-West. Also wenn ich ein Gesteins-Pokémon drafte, heißt es auf alle Fälle Dwayne. Ja, Tobi, du bist leider in meiner Liga, deswegen macht das nicht viel Sinn, dir da zu helfen. Kann ja schlecht die Mons machen, die du gegen mich nehmen willst, ne? So, wir haben jetzt Regirock. Mal kurz gucken. Haben wir unsere Liste hier? Regirock, Regieis und Registeel. Also Regirock, Regieis und Registeel. Haben wir da, Krone haben wir da, Heatran haben wir da. Regigigas kann ich, glaube ich, noch nicht bei mir fangen. Das heißt, wir müssten aus den Gelben schon mal alles haben. Rot wäre das nächste. Rot, Rot oder Grün.